Hallo, hallo, hallo! Schoki Banoki Daily, deine Tagesdosis Angeberwissen. Heute am 28. Was ist mit los mit dir? Heute am 28. Januar. Heute am 28. Januar hat Geburtstag wer? Das sage ich dir gleich. Und zwar jetzt. Ja. Heute am 28. Januar hat Geburtstag Elijah Jordan Wood. Wer ist das denn? Elijah Wood, der hat den Frodo gespielt. Ach so. Frodo. Ja, wie sieht der nochmal aus? Beutlin. Aber weißt du, in welchem Film er als allererstes drin? Nicht als allererstes, aber ich habe gelesen, ich habe natürlich recherchiert. Ist ja so meine Art. Ja, du bist ja ein Recherchator. Hier, Schnuggi, find mal was raus. Ja, genau. Genau, so habe ich recherchiert. Und zwar hat er schon mal in einem anderen, uns sehr bekannten Film mitgespielt. Zurück in die Zukunft Teil 2. Ah, ich weiß, ja genau. Da hat er so einen kleinen Jungen gespielt. Alter, wieso weißt du das? Hat er so einen kleinen Jungen gespielt, der irgendwie an der Maschine, genau, da ist er. Woher weißt du das? Mit dem Küchensieb auf dem Kopf. Ja, ja, genau. Und da ist auf der anderen Seite ist Marty McFly und, er hat gerade gespielt Space Invaders, haben die gespielt. Nee, dieses Schießspiel mit der Kanone. Auf jeden Fall irgendein Spiel, das in den 80ern in war. Und haben sie gesagt, boah, wie krass ist das denn? Das ist ja total bescheuert. Genau. So. 28. Januar 1981 in Cedar Rapids, Elijah Iowa. Wood. Hast du ihn gesehen in Sin City? Ja. Hammer, oder? Das stimmt. Ja, da war er schon ziemlich krass. Aber so durch die Bank weg ist er schon eher so weicheimäßig unterwegs. Kennst du Dirk Gently? Ja. Da ist er gut. Das findest du ja so witzig. Das ist total geil. Ich habe mir ein paar Folgen angeguckt, aber ziemlich skurril. Könnte ich mich totlachen über Dirk Gently. Ist nur so ein Tipp nebenbei, hat nichts mit dem Tag heute zu tun. Dirk Gently mit Elijah Wood und dem anderen, wie heißt er, keine Ahnung, unbedingt angucken. 28. Januar 2000 und irgendwas. Ja, 28. Januar, am 28. Januar ist auch 1944 in den deutschen Filmtheatern die Filmkomödie Die Feuerzangenbowle. Genau, Feuerzangenbowle angelaufen. Hast du schon mal gesoffen? Das soll ja Alkohol pur sein. Naja, das ist ja auch der Plan bei der ganzen Sache. Ah. Ja, so war ja, so hieß es, aber pass mal auf, nächstes Bild. Komm hier, Heinz Rühmann, schon Schnucki, ne? Ja, für damalige Verhältnisse auf jeden Fall. Ja. Hast du eigentlich auch so einen Wrack? Ich bin eins. So. Und da hier, so sehe ich. Dann, so sehe ich dann auch manchmal aus. Nee, der hat nicht den Lehrer gespielt. Nee? Der hat den Pöhler gespielt, der dann angeblich besoffen war. Also die haben ja besoffen gespielt. Also nicht nur als Schauspieler, sondern die haben ja in dem Film auch besoffen gespielt. Und das war ja dieser Skandal da in der Schule. So. Das war Feuerzangenbowle. Riesen Erfolg. Schon einige Male am Ende des Films geknutscht. Der Rühmann war ja sozusagen... Darauf gehst du gar nicht ein. Wieso gehst du darauf nicht ein? Das war voll die Story. Der Rühmann. Das sag ich doch. Die Rührfrau war ja einer der großen Schauspieler in Deutschland überhaupt. Und auch bis in die Nazi-Zeit hinein. Und deshalb ist ihm zum Schluss leider auch zu sehr... Also er hat nie gesagt, hier, alles, was Deutsches Reich macht, finde ich gut. Ja. Aber er ist dann leider mit einem fiesen Nachgeschmack abgegangen. Ja, er hat sich nicht so richtig distanziert, glaube ich, oder sowas. Bin Schad, ich ganz sicher. Schadschokolade. Aber an diesem 28. Januar ist auch was gegründet worden? Der DFB. Der DFB. Und was ist das für ein Bild? Ich weiß gar nicht, was hast du rausgesucht? Genau, Deutscher Fußballbund. Das war zum Beispiel, Deutscher Fußballbund wurde in Leipzig gegründet. Leipzig. Und da sagen die, in Leipzig haben sie keine Tradition, hä? Wer hat das gesagt? Alle Gegner von RB, du bist ja kein Fußballanhänger, deswegen weißt du das nicht. 28. Januar 1900, genau, und zwar mit 86 Vereinen. Wie viele gibt es momentan im DFB? Keine Ahnung. Ja, super, und sowas ist Fußballer. 86 Vereine im DFB? Genau. So. Was gehört denn dazu? Keine Ahnung. Das ist... Das alte Logo. Das alte Logo. Ja. Guck mal, wie schön das noch hier ist. Ja. Deutscher Fußballbund. Ach, erinnert herrlich. So ein bisschen an dieses... an diesen Autoaufkleber auf den Autos früher. Was war denn das? Ich bremse auch für Asteroiden. Nee. Ich bremse auch für Lawinen. Und was ist das? Das ist das neue Logo. Das ist das aktuelle Logo. Ja. Schick. Also der Deutsche Fußballbund ist auch am 28. Januar gegründet worden. In welchem Jahr nochmal? 1900. 1900, genau. 1900 am 28. Januar. Und das ist das Angeberwissen, mit dem ihr jetzt rausgehen könnt und sagen könnt, ey, ich weiß was. Gebt ordentlich Gas. Ja. Und wenn ihr auch was wissen wollt, also wenn ihr jetzt sagt ihr dann zu euren Kumpels, dann sagt ihr so, wenn ihr auch was wissen wollt, dann guckt ihr Schoki Banoki Daily. Da gibt es jeden Tag Angeberwissen. Ja, das Beste ist, wer das heute verpasst hat, kann es ja nicht, kann wieder zurückspielen, spulen. Was ist denn los mit dem? Und ab morgen, jetzt halte ich fest, gibt es eine neue Folge? Nee, morgen kommt der 29. Januar. Ja, krass, gell? Hammerhart. Man sieht sich. Cheerio. Ciao, viel Spaß.